Das Ruhrgebiet, Land der tausend Feuer. Mehr als 150 Jahre ist es geprägt gewesen von Kohleförderung, Eisengewinnung und Stahlverarbeitung. Das Bindeglied zwischen den Zechen und Hütten sind die Kokereien. Hier werden die geförderten Kohlen zu Koks gegart, der in den Hochöfen zur Gewinnung von Roheisen benötigt wird. Kokereien und Hüttenwerke bilden eine Einheit, in der entstehende Gase und Hitze in einem gegenseitigen Wärmeverbund genutzt werden. Für Außenstehende kaum zugänglich, nehmen Bergwerke, Kokereien und Hüttenwerke oft riesige zusammenhängende Areale ein, auch verbotene Städte genannt. Bis 1900 sind die bei Koksbatterien gebräuchlichen Horizontalkammeröfen mit 40 bis 45 cm Breite, 4 bis 8 Metern Höhe und 12 bis 17 Metern Länge in ihren Maßen nahezu optimal entwickelt. Bis in die Gegenwart hinein erfolgen Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Messen, Steuern und Regeln, dem Beheizungssystem und der Kokslöschung. Die letzten Jahre sind geprägt von großen Erfolgen in der Verringerung von Emissionen. Koks muss Phosphor, Schwefel und wasserfrei sein, soll porös und fest sein sowie rückstandsarm verbrennen. Flüssige Nebenprodukte werden in der kohlechemischen Industrie verarbeitet, Gase als Heizmittel vor Ort genutzt oder in Ferngasleitungsnetze eingespeist. Seit den 50er Jahren verdrängt die Petrochemie die Kohlechemie und das preiswertere Erdgas ersetzt zunehmend das Kokereigas. Eine optimierte Hüttentechnik reduziert den Koksbedarf zur Eisen- und Stahlgewinnung auf die Hälfte. Erste Kokereien werden stillgelegt. Die Henrichshütte in Hattingen beschäftigte einst 10.000 Menschen in der Roheisengewinnung und Stahlverarbeitung. Bereits 1959 wird die Kokerei stillgelegt. 1987 erlöschen die Feuer der Hochöfen. 1993 erfolgt der letzte Stahlguss. Zäune fallen, Anlagen verfallen, werden abgerissen oder museal, wie das Umfeld des letzten stehengebliebenen Hochofens. Heute erinnert das Westfälische Industriemuseum an diesen so bedeutenden Hüttenstandort. Flächen, insbesondere die der einstigen Kokerei, müssen aufwendig saniert werden. An einer nahezu baugleichen Koksofenbatterie bei Thyssen in Duisburg können wir den Verkokungsprozess verfolgen. Seit 1897 wird an diesem Standort Koks produziert. Koksofenbatterien sind Dauerbrenner. Die dritte Batterie mit 65 Öfen wird 1955 in Betrieb genommen und produziert ununterbrochen bis zu ihrer Stilllegung im August 1998. In den letzten Produktionswochen entstehen diese Aufnahmen. Als Kokskohlen dienen zumeist die sogenannten Fett- und Esskohlen mit ca. 70-80% Kohlenstoffanteil. Gute Kokskohlen enthalten 20-26% flüchtige Bestandteile, die beim Garen im Ofen freigesetzt werden. Die aufbereiteten Kokskohlen werden im Kohlenturm bevorratet. Auf der Batteriedecke fährt der Füllwagen, der die Kohlen von oben in die Öfen füllt. Auf der linken Langseite befindet sich die Druckmaschine mit Druckstange und Planierstange. Auf der rechten Seite verkehrt der Löschwagen. Flüchtige Bestandteile des Verkokungsprozesses werden im oberen Bereich der Batterie an den Seiten abgeführt, Heizgase von unten den einzelnen Heizwänden zugeführt. Am Kohlenturm hat der Füllwagen die abgewogene Kokskohlenmenge für eine Ofenfüllung geladen und fährt nun zu einem geleerten Ofen. Magnetabnehmevorrichtungen öffnen die vier Deckel eines Ofens. Von der Decke aus wird dieser gefüllt. Der Maschinist auf dem Druckwagen führt nach dem Füllvorgang durch eine Klappe über der Ofentür die Planierstange ein, damit die Kohlenfüllung einen glatten Abschluss erhält.
Nur so kann gewährleistet werden, dass entstehende Gase restlos abgeführt und die Ofenwände nicht beschädigt werden. Der Füllwagen kann bereits die nächste Ofenfüllung am Kohlenturm aufnehmen. Über Heizkanäle in den Ofenwänden werden die Kohlen gleichmäßig erhitzt. Bei 100 Grad Celsius entweicht das Wasser. Bei ca. 250 Grad Celsius destillieren einige Kohlen Wasserstoffe. Zwischen 350 und 450 Grad Celsius durchläuft die Ofenfüllung einen plastischen Prozess. Von den Seiten her wird sie zunächst weich, verfestigt sich aber wieder bei steigender Temperatur. In der Mitte der Füllung bildet sich die charakteristische Teernaht. Der sogenannte Halbkoks enthält noch ca. 12% flüchtige Bestandteile. Sie entweichen erst bei einer Steigerung der Temperatur auf bis zu 1100 Grad Celsius. Gase steigen durch die gesamte Füllung hindurch zur Ofendecke. Von dort werden sie abgeleitet. Dieser Vorgang ist Ursache für das porige Aussehen von Koks. Nach ca. 16 Stunden gilt der Garungsprozess als abgeschlossen und die Druckmaschine wird vor den entsprechenden Ofen gefahren. Die Tür wird abgehoben und zur Seite verschoben. Die Druckstange wird mittig vor den Kokskuchen gebracht und diesen vor sich herdrückend durch den Ofen hindurchgeführt. Obgleich die Ofenkammer auf der gegenüberliegenden Seite etwas breiter ist, muss die Stange sehr präzise geführt werden, um Schäden an den Ofenwänden zu vermeiden. Die Maschine fürs Grobe, die Feinarbeit durch Menschenkraft. Die Entfernung von Teerresten und wenigen Koksbrocken erfolgt mit Hilfe einer Schaufel. Nur so bleibt der erforderliche Türschluss gewährleistet. Die Öfen werden nicht der Reihe nach beschickt, sondern nach dem 5-2er-Rhythmus. Das bedeutet, der Koks wird in jedem fünften Ofen fertig, also zum Beispiel in der Reihenfolge 1, 6, 11, 16 und so weiter. Im folgenden Durchgang werden dann die Öfen 3, 8, 13, 18 geleert und wieder gefüllt. Ein solcher Rhythmus schont die Ofenwände und lässt eine gleichmäßigere Beheizung der Batterie zu. 16 Stunden dauert bei dieser Batterie der Koks-Garungsprozess. Alle 12 bis 15 Minuten wird Koks gedrückt. Schauen wir uns diesen Prozess von der Koks-Seite der Batterie an. Der Löschwagen ist an den entsprechenden Ofen gefahren und die Tür ist entfernt worden. Auf ein Zeichen hin kann die Druckmaschine mit ihrer Arbeit beginnen. Über 7 Tonnen glühender Koks fallen in den Löschwagen. Auch auf dieser Seite erfolgt die Säuberungsarbeit von Hand. Nachdem auf beiden Seiten die Ofentüren wieder verschlossen sind, kann der Ofen neu gefüllt werden, während der Löschwagen den Koks zum Löschturm bringt. Der Arbeitsablauf besteht aus Beschicken, Drücken, Löschen sowie der zur Koordinierung notwendigen Kommunikation. Und das 24 Stunden am Tag in der Wiederholung Beschicken, Drücken, Löschen. In Duisburg-Hamborn sind zwei Löschverfahren möglich. Zunächst das ältere Nasslöschverfahren mit Wasser. Dabei fährt der Löschwagen unter den Löschturm und eine Tonne Wasser wird über den glühenden, etwa 1100 Grad Celsius heißen Koks fein verteilt. Ungefähr die Hälfte dieser Wassermenge entweicht als Dampf durch den Kühlturm. Der Koks wird auf 80 bis 100 Grad Celsius abgekühlt. Nicht abgelöschter Koks würde an der Luft weiter verbrennen. Seit 1982 ist auch die Trockenlöschung möglich. Dazu wird die Löschwanne mit einem Deckel abgedeckt und in die Kühlung hochgezogen. Dort erfolgt die Herunterkühlung mit einem nicht brennbaren Gas, wie zum Beispiel Stickstoff. Über das Gas erfolgt eine Wärmerückgewinnung. Das erwärmte Gas wiederum kann an einer anderen Stelle genutzt werden. Der gelöschte Koks wird über eine schräge Rampe abgekippt und kühlt an der Luft weiter ab.
Über Förderbänder gelangt der Koks zur Klassierung. Dort wird er mit Hilfe verschiedener Siebgrößen sortiert. Je nach Verwendung in Hochöfen oder Sinteranlagen wird Koks in unterschiedlichen Stückgrößen bestellt. Da Lagerkapazitäten kaum vorhanden sind, wird der Koks zeitnah verladen und zumeist mit der Bahn abtransportiert. Nach 43 Jahren Dauerbetrieb kam 1998 für diese Batterie das Aus. Am 19. August wurde der letzte Ofen Koks gedrückt. Langsam werden die noch rot glühenden Ofenwände abkühlen. Mit dem Setzen der letzten Steckscheibe ist die Batterie nun gänzlich vom Gasnetz und den übrigen Produktionsbereichen abgetrennt. Die Männer verlassen ihre Arbeitsplätze an dieser Batterie, die sie zum Teil über Jahrzehnte hinweg inne gehabt haben. Arbeitsplätze, die ihnen nicht nur den Lebensunterhalt gesichert, sondern die ihnen und der Region Identität gegeben haben. Ein letztes Gruppenbild der Arbeitskumpel. Zur Erinnerung für den Einzelnen, ein Dokument für viele. Die Geschichte der Koksproduktion aber wird noch weiter geschrieben. Koks bleibt ein unverzichtbares Produkt für das Betreiben der Hochöfen und diese sind unverzichtbar in der Stahlproduktion. Im März 2003 wurde in Duisburg-Schwelgern eine völlig neue Kokerei in Betrieb genommen. Durch Einsatz modernster Regeltechnik konnten die Ofenkammern auf fast 21 Meter Länge und über 8 Meter Höhe ausgeweitet werden. Das führt zu einer Reduzierung der Ofenzahl und damit der Beschickungs-, Druck- und Löschvorgänge. Nach einer Probephase können sämtliche Produktionsvorgänge der beiden errichteten Batterien von einem Leitstand aus nicht nur verfolgt werden. Wenn notwendig, kann von hier dann auch steuernd eingegriffen werden.